In diesem Review geht es mal um diese schönen Kopfhörer hier. Das sind die Libratone Track Air Plus. Eigentlich kein idealer Zeitpunkt, um dieses Video aufzunehmen, denn vor einer Woche kamen doch tatsächlich die Nachfolger dieser Kopfhörer raus. Aber warum diese Kopfhörer trotzdem für viele noch eine interessante Kaufoption darstellen sollten und was sie generell so drauf haben, darum geht's jetzt. Viel Spaß! Das Design der Track Air Plus wirkt ziemlich minimalistisch. Neben vielen klobigeren Konkurrenten kommen die Libratone Kopfhörer mit einem eher zierlichen Aussehen daher. Manche würden vielleicht sagen, dass dies nicht maskulin genug aussieht, mir gefällt es jedoch sehr gut. Das Design des Cases erinnert aufgrund der matten rauen Farbe und den Abrundungen ein bisschen an einen Stein. Das Aussehen ist definitiv Geschmackssache, ich persönlich finde es sehr schön. Was man jedoch auch dazu sagen muss, ist, dass es im Gegensatz zum Beispiel zu den AirPods ein wenig klobig in den Hosentaschen ist. Ich habe das Case deshalb lieber in der Jackentasche oder im Rucksack. Das Rausholen der Kopfhörer ist immer ein bisschen fummelig, da der Magnet sie gut im Case festhält. Dadurch fallen die Kopfhörer jedoch auch nicht raus, wenn man es mal dreht. Insgesamt wirkt das Case, wenn man es öffnet, aufgrund der sehr dünnen Plastikkappe nicht sehr hochwertig, sondern eher etwas fragil. Aufgeladen wird das Case über USB-C und ein USB-C-Kabel ist natürlich auch im Lieferumfang enthalten. Mit im Lieferumfang sind daneben noch 4 Silikonaufsätze, was einer mehr ist als bei den meisten Kopfhörern. Dadurch hat man nochmal mehr Flexibilität, was ziemlich cool ist. Die Aufsätze kommen in den Größen XS, S, M und L. Ich habe relativ große Ohren und bei mir passt die Größe L perfekt. Und mit perfekt meine ich auch perfekt. Ich teste momentan auch die neuen Galaxy Buds 2 und diese rutschen bei mir in einem sehr schleichenden Prozess aus den Ohren raus, sodass ich sie alle 20 bis 30 Minuten nachfixieren muss, da sie sonst irgendwann rausfallen. Bei den Libratone passiert mir das nicht, sogar beim Joggen bleiben sie fest im Ohr. Keine Ahnung, ob meine Ohren da jetzt irgendwie die perfekte Größe für diese Kopfhörer haben, aber ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass die Kopfhörer bei ihnen sehr gut sitzen sollen. Was aber noch cooler ist, ist, dass die Kopfhörer sich trotz des festen Sitzes sehr leicht im Ohr anfühlen. Und das liegt nicht mal unbedingt am Gewicht, denn mit 5,6 Gramm sind sie zwar leicht, aber so viel wiegen auch wirklich die meisten anderen In-Ear-Kopfhörer. Bei der Akkukapazität gibt Libratone hier insgesamt 24 Stunden an. Eine Ladung der Kopfhörer hält hier 6 Stunden. Bei eingeschaltetem Noise-Canceling wird es jedoch noch mal ein bisschen weniger. In mehreren Tests wurde bestätigt, dass es sich dann so um 18 bis 20 Stunden handelt, also ungefähr 4,5 bis 5 Stunden pro Ladung, was wie ich finde immer noch sehr gut ist. Aber sprechen wir nun mal über das Noise Cancelling. Dieses ist meines Erachtens nach für In-Ears durchschnittlich bis überdurchschnittlich gut. Genau wie bei allen anderen In-Ears kommt das ANC nicht gegen das von Over-Ear-Kopfhörern wie den Bose QuietComfort 35 an. Dennoch ist es definitiv gut genug, um zum Beispiel im Zug beim Musikhören fast nichts mehr von den Umgebungsgeräuschen mitzubekommen. Ich habe 2 Jahre die normalen AirPods verwendet und der Unterschied beim Bahnfahren ist einfach riesig. Anfangs war ich richtig geflasht, dass so etwas mit In-Ear-Kopfhörern möglich ist. Einstellen kann man das Noise Cancelling über eine eigene App. Dass man erstmal einen Account für die App erstellen musste, fand ich zwar nicht so super, aber sei es drum. Man kann hier die Noise Cancelling Stufe von 0 bis 30 Dezibel auswählen. Im Zug würde ich immer die höchste Stufe empfehlen. Es gibt außerdem einen Smart Modus, welcher laut Libratone erkennen soll, wann das ANC aktiviert werden soll. Dies hat bei mir jedoch nur semi-gut funktioniert. Beim Bahnfahren haben die Kopfhörer ohne erkennbaren Grund hin und her geschaltet, sodass ich dem Feature bald keine Beachtung mehr geschenkt habe. Es gibt außerdem einen Transparenzmodus, der die Außengeräusche verstärkt, was jedoch nicht so top funktioniert, wie ich finde. Es klingt alles ein wenig blechernd und unnatürlich. Auch ein Feature, was meiner Meinung nach keinen großen Mehrwert bietet. Die Kopfhörer bieten außerdem eine Trageerkennung, das heißt, die Musik geht aus, wenn man sie abnimmt. Allerdings muss man beide Stöpsel aus dem Ohr nehmen, einer reicht dann nicht. Was man in der App auch einstellen kann, sind Funktionen, die die Kopfhörer bei unterschiedlichen Tippgesten auslösen sollen. Hier kann man 4 verschiedene Funktionen frei variieren, durch 2- oder 3-mal tippen links und 2- oder 3-mal tippen rechts. Wischen oder einmal tippen lässt sich dabei leider nicht einstellen. Zuletzt kann man in der App noch 3 verschiedene Soundmodi auswählen. Hier kann man wählen zwischen Neutral, Extrabass und verbesserten Höhen. Und wenn das mal nicht eine gute Überleitung ist, um auf den Klang der Kopfhörer einzugehen. Ja, die Kopfhörer klingen sehr klar und ausgeglichen. Der Bass ist ausreichend vorhanden und zum Glück nicht so penetrant, dass er Mitten und Höhen verschluckt. Wenn man hier jedoch trotzdem noch mehr möchte, kann man auf den Bassboost der App zurückgreifen. Dieser verstärkt den Bass auf eine angenehme Weise und lässt ihn meines Erachtens nach nicht kratzig werden. Die Mitten und Höhen sind in meinen Augen für In-Ears top. Vergleicht man sie mit den neuen Galaxy Buds 2, gefallen mir die Höhen der Libratone Kopfhörer besser, da sie klarer und nicht so blechernd klingen.
Man kann dadurch sowohl Hip-Hop und Pop als auch Klassik hören. Immer ein schöner, ausgewogener Klang. Weitere coole Features der Kopfhörer sind auf jeden Fall, dass sie auch Wireless Charging unterstützen und dass sie spritzwassergeschützt sind. Das heißt, man kann auf jeden Fall auch mal im Regen unterwegs sein, ohne sich Sorgen zu machen, dass die Kopfhörer kaputt gehen. Die Sprachqualität beim Telefonieren ist in Ordnung, mehr aber auch nicht. Also da hätte LibraTone auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen können. Anfangs hatte ich ein bisschen Sorge, weil ich jetzt 2 Jahre die AirPods benutzt hatte und da immer so einen sehr einfachen Kopplungsprozess gewöhnt war. Aber ich musste echt feststellen, dass es da wirklich gar keine Probleme gab. Einziges am Anfang, da muss man sich halt mal kurz koppeln, aber ab dann geht es wirklich immer automatisch und meiner Meinung nach genauso schnell wie mit den AirPods. Aber warum sollte man sich überhaupt LibraTone-Kopfhörer zulegen? Ich habe mal einen Kommentar gelesen, der fasst das meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Dieser Kommentar wurde von FreeJack verfasst und lautet: Tragekomfort setzt sich langfristig durch. Was bringen mir Sony oder Sennheiser, wenn ich die nach 30 Minuten aus meinen schmerzenden Ohren wieder rausnehmen muss? Komfort ist das, was LibraTone meiner Meinung nach am besten kann und das auch gegenüber der Konkurrenz. Und das sehe ich auch so. Natürlich spielt die Soundqualität eine mindestens genauso große Rolle, aber was bringt mir guter Sound, wenn es einfach unbequem ist, ihn zu erleben? Bei LibraTone kriegt man meiner Meinung nach beides geboten. Guter Sound und Komfort. Dann gilt noch die Frage zu klären, warum sollte man sich diese Kopfhörer kaufen, wenn doch gerade die nächste Generation rausgekommen ist? Ich habe mir nun wirklich eine ganze Reihe an Reviews reingezogen von Leuten, die die neue Generation gekauft haben. Und die meisten haben wirklich festgestellt, dass es da gar nicht so viele Unterschiede gibt. Also sie unterscheiden sich klangtechnisch wirklich nicht viel. Manche sagen, der Sound ist etwas besser geworden. Andere sagen, sie merken überhaupt keinen Unterschied. Der Transparenzmodus ist wohl bei der neuen Generation ein bisschen verbessert worden. Und das Case ist ein bisschen kleiner geworden. Passt jetzt auf jeden Fall besser in die Hosentasche. Allerdings haben sich auch Leute darüber beschwert, dass die Kopfhörer nicht mehr so gut passen wie vorher, weil sie jetzt flacher geworden sind. Die mussten die Silikonaufsätze aufgrund der neuen Casegröße jetzt ein bisschen flacher machen. Und das ist vor allem ein Problem bei Leuten, die größere Ohren haben, weil diese neueren, flacheren Stöpsel da einfach nicht mehr so gut passen. Ja, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut's gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und ansonsten abonniert doch gerne diesen Kanal, wenn euch derartige Technikvideos interessieren. Gebt dem Video gerne noch eine Bewertung und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.